Warum steigen eigentlich die Aktien nicht mehr weiter? Wir haben ja am 23. März den Tiefpunkt des Abverkaufs im Gefolge der Corona-Krise erlebt und am 8. Juni haben die Aktienmärkte dann wiederum ihr bisheriges Hoch erreicht. Warum geht es jetzt nicht weiter? Dafür gibt es nach meiner Auffassung zwei entscheidende Gründe und die will ich in diesem Video Ihnen zeigen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem letzten Marktgeflüster dieser Woche, vielleicht auch das letzte in diesem Format, muss man sehen. In der nächsten Woche habe ich vor, wenn alles technisch klappt, wieder vor die Kamera zu treten. Ich wage es also, aber gehen wir erstmal rein in Medias Res und gucken zunächst mal auf die Gründe, warum heute die Aktienmärkte Schwierigkeiten haben. Ein Punkt ist sicher, dass das Wall Street Journal hier berichtet hat, dass China den USA klargemacht hat, ihr seid dabei, eine rote Linie zu überschreiten und wenn ihr das tut, dann werden wir einfach den Handelsdeal canceln und das mögen die Aktienmärkte überhaupt nicht. Erinnern wir uns, als Peter Navarro kürzlich in einem Interview gesagt hatte, ja, der Deal mit der China ist tot. Da ging es für die Aktienmärkte deutlich nach unten und dann musste Larry Kudlow und dann sogar Donald Trump einschreiten und sagen, nein, 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 der Deal ist total intakt, alles gut, macht euch keine Sorgen, die Aktienmärkte sind wieder raufgelaufen. Aber kommen wir jetzt zum wahrscheinlich wichtigsten Grund, Intraday. Es gibt einen, der sozusagen so ein bisschen mehr an der Oberfläche ist, den sage ich gleich, und einen, der eigentlich wahrscheinlich die Grundsubstanz dafür bietet, warum die Aktienmärkte nicht weiter steigen. Natürlich ist zunächst mal hier das Thema Coronavirus in den USA immer wieder sehr marktbewegend. Heute die Nachricht, dass Texas Bars und teilweise bestimmte Lokalitäten wieder schließen wird. Das hatte die Wall Street verunsichert, nachdem ja vorher schon Apple einige Stores geschlossen hat, nachdem wir die Zahlen von Nike gesehen haben, die deutlich unter der Erwartung gewesen ist, sind eben, weil viele Läden geschlossen werden mussten. Und jetzt besteht eben das Risiko, dass wir hier zumindest partielle Lockdowns in den USA wieder sehen. Und wenn wir solche Lockdowns sehen, dann ist natürlich von einer wirklich nachhaltigen Erholung der Wirtschaft nicht mehr wirklich die Rede. Also hier diese Nachricht, Texas könnte die einige Lokalitäten wieder schließen, einige Businesses wieder schließen. Die hat zunächst für Verunsicherung gesorgt. Dann kamen die Zahlen aus Florida mit den 9000. Absoluter Rekord, das gab es noch nie. Und hier hat dann Scott Gottlieb, im Grunde der Coronavirus-Papst in den USA, gesagt, ja, vielleicht ist die Situation in Florida sogar viel schlimmer als die in Texas, denn die Herrschaften in Florida, die testen einfach weniger. Da gibt es viel weniger Tests und das ist absolut der Fall, wie wir hier in dieser Grafik sehen, die ich hier schon mal eingeblendet hatte. Wir sehen, dass zum Beispiel Texas hier einen deutlichen Anstieg hat von Fällen, plus 78,4%. Die Tests sind immerhin auch um 25% gestiegen. In Florida sind die Fallzahlen um 71% gestiegen, aber die Tests sind rückläufig, nämlich um über 11%. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass möglicherweise die Lage in Florida noch viel dramatischer ist. Und wir haben jetzt die Tatsache letztendlich, dass eben diese Staaten, die frühzeitig den Lockdown aufgehoben haben, jetzt eben die größten Probleme haben. Das sieht man übrigens auch in dieser Grafik. Das ist das sogenannte Bierbarometer. Wo wird also wie viel Bier ausgeschenkt? Und das passiert ja nur dann, wenn sozusagen kein Lockdown ist, wenn die Kneipen auf sind, wenn Bars auf sind, wenn Restaurants auf sind. Und wir sehen, es sind hier diese Staaten wie Texas, wie Florida, diese südlichen Staaten, Oklahoma, Arizona, ein Stück weit auch Kalifornien, wo eben dieser Bierbarometer hohe Werte zeigt, während eben hier in anderen Bundesstaaten das der USA das nicht der Fall ist. Jedenfalls, das ist natürlich einer der Punkte, die die Märkte heute und in den letzten Tagen, kann man sagen, doch ziemlich beansprucht haben. Wir sehen, dass es jetzt immer mehr Fälle in den von Republikanern regierten Staaten gibt. Am Anfang waren es die demokratisch regierten Staaten, vor allem an der Ostküste. Jetzt verlagert sich das Ganze in den Westen und Süden. Dementsprechend Kalifornien ist demokratisch, aber der Süden ist praktisch durchgängig republikanisch. Dementsprechend gehen hier die Red Counties deutlich nach oben, was die Fallzahlen mit dem Coronavirus betrifft. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich wichtigeren, substanzielleren Grund. Das ist Liquidität. Denn wir sehen, dass hier die Bilanzsumme massiv gestiegen ist im März, als die Fed eben massive Maßnahmen ergriffen hat, Liquidität ins System gepumpt hat. Da stieg die Bilanzsumme der Fed schon an, während die Aktienmärkte noch gefallen sind. Wir sehen aber, dass diese Kurve hier
abgeflacht ist. Wir haben in den letzten 2 Wochen jetzt eine rückläufige Bilanzsumme der Fed. Vor allem in der Vorwoche war sie stärker rückläufig. Jetzt nur ein kleines bisschen bis Mittwoch dieser Woche nochmal rückläufig gewesen. Wir sehen also, dass hier keine Unterstützung mehr kommt mit frischer Liquidität durch die Fed. Und wir sehen, dass dann mehr oder weniger hier an dem Hochpunkt eben dieser Liquidität auch das Hoch am 8. Juni erreicht worden ist. Dementsprechend wird es für die Märkte jetzt eben offenkundig schwerer. Wenn die Fed nicht die Hand unter den Hintern der Aktienmärkte erhebt, dann wird es schwer. Und wir kämpfen jetzt in wichtigen Bereichen. Hier sieht man zum Beispiel beim S&P 500 den 200-Tages-Durchschnitt derzeit um und bei so in der Zone 3020, 3025. Da sehen wir, dass wir das heute getestet haben. Das ist für viele professionelle Anleger eine wichtige Kenngröße. Du kaufst über dem 200-Tages-Durchschnitt, du verkaufst unter dem 200-Tages-Durchschnitt. Nicht sehr komplex, aber es wird eben als Trendbarometer schlechthin gesehen. Und dieser Anstieg der Aktienmärkte ist nicht anders zu erklären als durch Liquidität. Denn hier sehen wir zunächst mal den S&P 500. Auch diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt, aber sie ist eigentlich sprechend. Während wir hier die Erwartungen für die Gewinne der Unternehmen sehen in den nächsten 4 Quartalen, also schon praktisch ein Jahr. Und wir sehen, da ist nichts von einem Anstieg der Gewinnerwartung zu sehen. Normalerweise müssten ja theoretisch, als wir noch in normalen Zeiten lebten, eigentlich steigende Gewinne zu steigenden Kursen führen und fallende Gewinne zu fallenden Kursen. Aber das ist schon sehr lange her. Das war, als wir noch Märkte hatten, die nicht komplett von den Notenbanken dominiert und manipuliert wurden. Und die Euphorie, die durch diese Liquidität ausgelöst ist, die fließt besonders in Wachstumswerte, Growth, also Wachstum gegenüber Value, gegenüber den eher langweiligen, dividendenstarken Titeln, die kein ultramodernes Geschäftskonzept haben, die es keine Skalierbarkeit haben. Es ist ja so, wenn Google mit 10 Mitarbeitern kann Google einen Umsatz von $10.000 machen, mit denselben 10 kann man ohne Probleme vielleicht auch 100.000 machen oder 1 Million. Dagegen, wenn Sie ein Restaurant haben, das hat eben nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen, da kann man nur eine bestimmte Anzahl von Essen verkaufen oder auch Getränke. Das ist nicht skalierbar und natürlich ist diese Euphorie nicht unberechtigt, dass man sagt, ja, okay, hier haben wir skalierbare Geschäfte, das heißt, da sind Potenzierungen drin, die in der Old Economy sozusagen nicht drin sind. Gleichwohl sehen wir, dass die Bewertungsniveaus so extrem sind, dass wir hier RSI-Stände haben, auch im MSCI World Growth zu Value, die so noch nicht da gewesen sind, die ein immenses Extrem darstellen. Und das ist natürlich immer eine Gefahr, auch wenn die Grundstory dahinter richtig ist, ist sozusagen die Positionierung extrem einseitig. Wir sehen das hier auch in einem anderen Chart. Da sind wir 4 Standardabweichungen jetzt über dem Mittel, das wir hier sehen. Das gab es zuletzt eben ja auf dem allerhöchsten Hochpunkt der Dotcom-Blase. Das sollte man nicht vergessen. Sind die Anleger nach wie vor unterinvestiert? Das waren ja vor allem die Privatanleger, die Robin Hooders, die praktische Konten in den USA bei diesem Fintech eröffnet hatten, massenweise, aber auch bei E-Trade, bei Charles Schwab und wie sie alle heißen. Nun sehen wir, dass die Asset Allocation schon sehr, sehr hoch ist, nämlich im 80% Bereich. Das heißt, wir sind schon im hohen historischen Bereich, was die Positionierung betrifft, gerade von Foreign Investors 86%, Haushalte 78%, Mutual Funds, also Investmentfonds 56% und der Pension Funds nicht wirklich sehr hoch bei 40%. Dementsprechend ist das natürlich schon eine sehr, sehr hohe Positionierung. Man kann also nicht sagen, dass bei dieser Rallye jetzt keiner dabei wäre. Kommen wir zu einem deutschen Thema, einem sehr deutschen Thema, nämlich zu Wirecard. Jetzt prüft die EU, ob die BaFin sich hier richtig verhalten hat. Wir haben heute ein interessantes Video desjenigen, der immer wieder hier Stories geschrieben hat über Wirecard. Das ist Dan McCrum, der in einem Video erklärt, wie eigentlich das Geschäftsmodell von Wirecard funktioniert hat und wie dann bestimmte Auffälligkeiten zu konstatieren waren, die praktisch er klar gesehen hat. Dann hat man ihm aber Anwälte auf den Hals gehetzt, hat ihn schwer unter Druck gesetzt. Das alles erklärt er in diesem Video bei der Financial Times. Sehr, sehr interessant. Und es dürfte jetzt so sein, dass wahrscheinlich Ernst & Young Probleme kriegt, zumindest die deutsche Entity,
Probleme kriegt, denn jetzt werden sich die Klagen häufen gegen die Wirtschaftsprüfer, denn die hätten schon vor 3 Jahren einen Account, einen Konten bei einer Singapur-Bank angeblich von Wirecard prüfen können, wo 1 Milliarde Euro drauf liegen sollten. Hätte man das gemacht, so heißt es hier von der Financial Times wiederum, dann hätte man vielleicht frühzeitig diesen Scam, diesen Fraud, dieses Betrugssystem aufgedeckt. Ist aber nicht passiert, deswegen schauen wir uns die Charts an. Und was wir hier sehen, meine Damen und Herren, das ist eben mal im größeren Zeitfenster hier der DAX. Wir sehen, dass wir diesen Abverkauf hatten, dann eine Corona-Krise im März und dann diesen massiven Lauf nach oben mit Austoppen der Bilanzsumme der Fed war da allerdings Schluss und seitdem wird es schwierig. Wir sehen das Ähnliche beim S&P 500. Der aktuell bei 3030 Punkte ist, wie gesagt, wir haben diesen 200-Tages-Durchschnitt so im Bereich 3022. Das wird also jetzt eine enge Kiste. Wir waren schon mal hier knapp drunter. Man versucht also hier dieses Unterstützungsniveau zu halten in den Charts von Capital.com. Schauen wir uns mal an, was Gold macht. Ne, was der Euro macht zuerst. Der kann wieder ein bisschen zulegen. Ist jetzt möglicherweise hier eine Bodenformation zu konstatieren im Bereich 1,12, aktuell 1,12. 29 und wir haben Gold, das jetzt wieder nach oben gehen kann. Neues Hoch erreicht seit 8 Jahren, 1769. Und das Crude Oil, das hält sich bei $38,38. Also es ist so, wir haben zwei Bremsfaktoren für die Aktienmärkte. Einerseits diese Corona-Krise in den USA, die nicht besser wird, sondern tendenziell schlimmer, vor allem in den südlichen Bundesstaaten. Mit der Perspektive weiterer Lockdowns und wir haben dann natürlich die FED-Bilanzsumme. Das ist immer ein Hingucker, da sollte man sehr genau drauf schauen. Kommt da weitere Liquiditätsunterstützung oder eben nicht? Das wird die große Frage für die Aktienmärkte auch in der nächsten Woche sein. Und jetzt wünsche ich ein wunderschönes Wochenende und sag Servus und ja, ich sag Ciao.